Woran erkennt man, dass der Sommer vorbei ist? An dem Laub, das von den Bäumen runterfällt? Nö. An den Pfützen, die, wenn man in der Früh in die Arbeit fährt, schon eine leichte Eisschicht drauf hat? Dass es früher dunkel wird und später hell? Ich sag's euch, weil der Focker wieder einen Hoodie trägt. Peace. Fockerchens Heimfahrt Teil 25. Ich habe jetzt gerade nachschauen müssen. Achtung, ich rolle. Bitte anschnallen. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Um was geht's heute? Ich habe lange überlegt, ob ich das Video machen soll. Und ich mache das jetzt einfach, weil ich es kann. Genau. Ich bin sauer auf VW. Und es hat nichts mit irgendeinem Dieselskandal zu tun, an dem wir rein theoretisch gar nicht beteiligt sind. Obwohl ich rein theoretisch schon sage, dass der Polo, den wir haben mit einem 1,4 Liter TDI, zwar offiziell nicht angegeben ist bei dem Skandal, aber ich denke schon, dass der auch beschissen hat oder immer noch bescheißt. Um das geht es gar nicht. Es geht heute um was ganz anderes. Und zwar fahren wir schon seit geraumer Zeit Volkswagen. Hey, ich habe genau 19.000 Kilometer drauf. Krass. Wir fahren ja schon seit längerem Volkswagen. Wir haben einen Audi A2 gehabt, einen Golf 6, 1,6 Liter TDI mit 105 PS und jetzt den Polo. Und was wir auch immer machen, wir nehmen das Auto für 4 Jahre und geben es dann eigentlich wieder zurück. Das Problem ist, dass wir damit eigentlich bis jetzt kein Problem hatten. Wir haben nämlich immer für 4 Jahre eine Garantie abgeschlossen. Normalerweise hat er ja zwei, also 2 Jahre extra nochmal Garantie. Und die haben wir schon ein paar Mal gebraucht. Turbo kaputt gegangen, der Klimakompressor kaputt gegangen beim VW Golf und auch beim Polo. Und dementsprechend sind wir schon froh, dass wir das haben. Und wir haben auch einen Wartungsvertrag. Der Wartungsvertrag gilt für 4 Jahre. Jetzt ist so, dass wir bis jetzt immer ganz gut damit zurechtkommen sind. Klar zahlt man dann im Monat was und eigentlich ist es wahrscheinlich sogar Draufzahlergeschäft, aber du hast wenigstens schon mal deine Fixkosten im Monat, mit denen du rechnen kannst. Und dann kommt eigentlich großartig nichts dazu. Außer wie jetzt für ein Polo 4 Bremsscheiben, weil die halt völlig verrostet sind, weil man die eigentlich nicht braucht. Und dann sind dabei halt Verschleißteile wie jetzt Reifen sind nicht dabei, dann eben die Bremsscheiben, Bremsbeläge, Wischblätter, bla bla bla. Aber dabei sind eigentlich Sachen wie jetzt Ölwechsel zum Beispiel ist auch mit dabei. Warum klappt das jetzt nicht mehr beim Polo? Das hat einen einfachen Grund. Früher war es so, der Wartungsvertrag geht über 4 Jahre und hat maximal, und das habe ich dann erst nachgelesen, also man sollte eigentlich das Kleingedruckte schon lesen, war so maximal 6 Besuche, 6 Inspektionen. Und beim Golf und auch beim Audi A2 war es so, dass die
Inspektionen und die Ölwechsel immer miteinander gemacht worden sind. Macht ja auch Sinn. Dann brauche ich bloß einmal im Jahr in die Werkstatt. Jetzt ist aber so, dass der Polo das nicht mehr macht. Sondern mit dem Polo muss ich jetzt zweimal im Jahr in die Werkstatt. Einmal zum Ölwechsel und einmal zur Inspektion. War für mich jetzt nicht das Problem. Gut, dann fahre ich halt zweimal. Habe ich zweimal das Geschießen mit dem Hin- und Herfahren und vielleicht Leihwagen oder dann doch nicht. Oder wie komme ich wieder heim, gehe zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad, je nachdem. Also es war bis jetzt nicht das Problem, weil wir auch nicht am Land gewohnt haben, so wie wir es jetzt machen. Aber das kriegt man schon irgendwie. Das Problem ist wie folgt. Die haben umgestellt von einmal jährlich auf zweimal jährlich. Mit der Begründung, naja, Ölwechsel fällt halt jetzt nicht mehr mit der Inspektion zusammen. Hat bis jetzt immer geklappt. Beim Polo klappt es jetzt auf einmal nicht. Hätte ich auch kein Problem damit. Das Problem ist aber, dass meine Frau das letzte Mal beim Ölwechsel in Erlangen beim VW-Händler einen Termin gehabt hat. Da ist sie hingefahren und war gleich in der Früh um, weiß nicht, 7 oder so. Oder 7:30, auf einmal klingelt das Telefon bei mir und ich bin rangegangen und dann sagt sie, ja, ich bin's, die Versicherung mit dem Wartungsvertrag übernimmt allerdings die Rechnung nicht. Warum? Ja, weiß ich nicht. Es poppt auf, Rechnung wird nicht von der Versicherung übernommen. Jetzt wäre es halt so, dass ich sage, okay, wenn ich das jetzt nicht gezahlt hätte, wäre das halt jetzt so, dann war ich selber schuld, aber es wurde bezahlt. Monat für Monat. Ich glaube 42 oder 43 Euro im Monat. Ja, der Mann in der Werkstatt wusste jetzt auch nicht warum. Es ist auch nicht seine Schuld. Muss sich ja dann nicht drum kümmern. Der hat es bloß so weitergegeben. Ja, wie machen wir es jetzt? Habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir es halt selber zahlen. Und ich rufe dann bei der Versicherung an. Weil es geht ja alles über diese VAG-Versicherung. Gesagt, getan. Da bin ich dann heimgekommen und habe bei der Versicherung angerufen. Und die haben gesagt, ja, das läuft 4 Jahre. Aber wenn Sie auf Absatz bla 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 Zeichen so und so schauen, da steht drin, das geht maximal 6 Mal. Was ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste. Dann habe ich gesagt, ja gut, 6 Mal, das ist wunderschön, passt alles. Aber vorher habe ich das Paket einmal im Jahr gebraucht, weil ich nur einmal im Jahr in die Inspektion musste. Da hat man sich nicht drum gekümmert, passt, da sind 4 Jahre abgedeckt. Jetzt geht man 2 Mal, das heißt nach 3 Jahren sind diese 6 Besuche eigentlich abgedeckt. Und im 4. Jahr steht man bei 2 Inspektionen als Kunde allein da. Es läuft 4 Jahre, gilt aber nur für 6 Mal maximal. Und das Problem ist, dass keiner da Bescheid sagt. Wenn das Auto einmal im Jahr in die Inspektion muss, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn es aber 2 Mal muss, dann kann ich keinen 4-Jahres-Vertrag abschließen, der nur 6 Mal gilt. Ja, wir haben dann Ölwechsel haben wir dann selber gezahlt. Das waren 270 Euro ohne Leihwagen. Was für 4 Liter Öl oder 4,5 Liter Öl schon extrem viel ist. Und jetzt kann man da sagen, ja, das ist das Long-Life-Öl. Ein Long-Life-Öl sollte länger als 15.000 Kilometer halten.
Im A2 waren es damals genau 50.000 Kilometer. Ich habe nach 50.000 Kilometer bin ich zum Ölwechsel gefahren. Der hat so einen intelligenten Zähler drin gehabt, der hat gemessen, wie warm wird das Auto gefahren, welche Strecken werden gefahren. Ist es ein kurz, die gingen einfach über die Straße drüber, schauen nicht links, schauen nicht rechts. Naja. Wie wird das Auto gefahren? Kurzstrecken, Hochgeschwindigkeit, Höchstdrehzahl. Und je nachdem hat er das angepasst und wie wir einen Ölwechsel gemacht haben, hat er erst einmal 30.000 Kilometer angezeigt und dann ist es peu à peu immer höher gegangen, bis er dann irgendwann mal bei 50.000 war. Und bei 50.000 hast du eigentlich auch zur normalen Inspektion müssen. So. Beim Golf 6 war es ganz genauso. Beim Polo ist es nicht so. Das heißt, die haben die Intervalle von einmal im Jahr auf zweimal im Jahr erhöht, aber den Wartungsvertrag dabei nicht angepasst, dass man sagt, okay, er läuft 4 Jahre, aber wir stellen ihn jetzt von 6-mal auf 8-mal hoch. Von mir aus zahlt man dann auch mehr. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass man als Kunde da nicht darauf hingewiesen wird. So. Jetzt habe ich da angerufen, dann gab es ein bisschen ein Zinnober und dann ja und normalerweise müssen wir das nicht zahlen, weil es steht ja so drin. Ende vom Lied, sie haben es trotzdem gezahlt, weil ich drauf gepocht habe. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass man als Kunde beschissen wird. Die haben zwar schon gesagt, ja, aber es steht ja drin. Aber ich habe gesagt, ja, aber das mag ja sein, aber bis jetzt, da wusste ich ja nicht, wie ich den Vertrag abgeschlossen habe, dass der Polo 2-mal im Jahr hin muss und nicht nur 1-mal im Jahr. Ja, da hat VW jetzt umgestellt. Wortwörtlich. Ja, wenn VW umstellt, warum stellen die dann nicht den Vertrag auch um? Entweder haben sie nicht dran gedacht, kann sein, oder haben sie es absichtlich nicht gemacht. Wir haben das Geld erstattet bekommen, aber wir müssen ja rein theoretisch das Auto im Januar oder Februar müssen wir das ja wieder zurück, oder das müsste man wieder zurückgeben. Und jetzt ist aber so, dass wir ja im November nochmal eine Inspektion haben. Und zwar eigentlich eine richtig große Inspektion. Da werden wir nicht mit 400 Euro hinkommen, sondern das wird ein wenig teurer sein. Da hat er dann gesagt, naja, dann machen wir es wieder genauso. Dann fahren sie erstmal in die Inspektion und legen sie das Geld aus. Und dann rufen sie uns an und dann können wir darüber reden, ob wir das übernehmen. Dann habe ich gesagt, na, ich kann es aber auch anders machen. Ich kann vorher anrufen, dass ihr das übernimmt und dann in die Inspektion fährt. Oder dass wir dann in die Inspektion fahren. Und da hat es jetzt nicht unbedingt darauf eingelassen. Das heißt, die nächste Inspektion ist gar nicht so sicher, dass das die Versicherung zahlt. Ich habe dann gesagt, na gut, wenn es so ist, dann und die Versicherung ja zwar auf 4 Jahre abgeschlossen ist, aber nur für 3 Jahre gilt, dann kann ich ja fürs letzte Jahr die Versicherung kündigen. Das sind, wie gesagt, 42 oder 43 Euro im Monat, kann ich dann mir sparen fürs letzte Jahr und dann kann ich auch diese letzte Inspektion selber zahlen, ohne Probleme. Nein, das geht nicht, weil die Vertragslaufzeit ist 4 Jahre. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und da ich mittlerweile schon so oft in Situationen war, die mir gezeigt haben, dass die meisten Menschen nur Böses im Sinn haben, bin ich ein Schelm und denke, die hatten Böses im Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass das Methode ist. Ich kann es nicht beweisen, ich weiß es nicht, aber es kommt mir schon sehr so vor. Interessanterweise ist, dass diejenigen, die das Video jetzt sehen und auch einen Vertrag über 4 Jahre haben, einen Wartungsvertrag, die doch mal bitte nachschauen, wie oft er da in die Werkstatt darf. Und wie oft man mit dem Auto in die Werkstatt muss.
Weil wenn es einmal im Jahr ist, ist kein Problem. Wenn es zweimal im Jahr ist, dann ist es ein Problem. Ganz einfach. Ich werde euch da noch ein bisschen in, ja, die Informationen weitergehen, kommen lassen, wie das dann ausgeht, eventuell, wenn im November die große Inspektion fällig ist und was dann von VW ausgemacht worden ist. Weil das war ja so, dass der zu mir gesagt hat, ja, dann übernehmen wir es halt einmal noch. Machen wir normalerweise nicht. Das kam mir dann schon so vor wie Bittsteller und von oben herab kommt dann, naja, weil wir heute mal gut drauf sind, übernehmen das, wir das. Aber eigentlich müssen die das übernehmen. Ich kann keinen Vertrag ausfüllen oder keinen Vertrag abschließen, der 4 Jahre läuft, aber bloß 3 Jahre hält. Nach einer Umstellung, die firmentechnisch so gewollt war, warum auch immer, und dann den Kunden das aber nicht gesagt bekommt. Weil beim Kauf hätte eigentlich der Verkäufer sagen müssen, pass auf, du kannst einen Vertrag abschließen, der gilt aber bloß 6 Mal. Das heißt, für 3 Jahre, weil das Auto 2 Mal in die Inspektion musste oder muss. Ich weiß nicht, ob der Verkäufer gewusst hat, dass das Auto 2 Mal im Jahr rein muss oder ob der davon ausgegangen ist, wie vorher auch, dass der 1 Mal im Jahr reinkommt. Das lässt sich nicht beweisen. Aber für jeden, der sich ein Auto kaufen will und einen Vertrag abschließen will für die Wartung, der soll das Kleingedruckte lesen und entweder nachbessern oder sein lassen. Weil, wenn man das jetzt mal so grob überschlägt, ich sage mal 40 Euro im Monat sind 480 Euro im Jahr. 480 Euro für Inspektion und Wartung auf mal 4 kommt hin. Wenn sie es aber bloß 6 Mal zahlen und du kannst bloß 3 Jahre hin, zahlst du für 4 Jahre und kriegst aber bloß 3 Jahre bezahlt. Und das ist Beschiss. Mal schauen, was draus wird. Wieder ein Grund für mich, auf E-Mobilität umzusteigen. Ein Grund mehr. Servus, sagt Locker, euer Focker.